Hallo, ich freue mich heute eine ganz, ganz großartige Ankündigung machen zu dürfen. Und zwar freue ich mich, euch sagen zu können, dass wir ein zweites Future Mobility Camp machen werden. Und zwar am 25. und 26. Oktober 2013. Das erste Future Mobility Camp war ja in Dresden im April dieses Jahres. War sehr toll, hat vielen Leuten Spaß gemacht. Und daher haben wir uns dann entschlossen, ein zweites zu machen. Und dieses Mal werden wir das nicht in Dresden veranstalten, sondern in Berlin, unsere Bundeshauptstadt. Ich freue mich sehr, dass sich das InnoZ bereit erklärt hat, Kooperationspartner vor Ort zu sein. Wir werden zwei wichtige Themenblöcke bearbeiten. Das eine ist Infrastrukturpolitik und Finanzierung. Und das andere sind Daten und Mobilität. Daten und Mobilität deswegen, weil in Berlin sehr viele Start-ups sind. Der Verkehrsverbund in Berlin-Brandenburg eine recht progressive Haltung zu Open Data und Co. hat. Und wir hoffen einfach, dass wir uns da sehr viel Input holen können. Wir haben auch schon einige tolle Referenten und auch einige Überraschungen bereit für euch. Das Ganze war in Berlin ein bisschen schwierig, weil wir das erste Mal eben versucht haben, auch Politiker und auch ja, von anderen Organisationen, Institutionen Menschen einzuladen. In Berlin ist es aber so, da muss jeder auf einem Level kommen. Wenn sozusagen einer höher kommt, dann kommt derjenige nicht mehr. Und wenn der nicht kommt, dann kommt der nicht. Deswegen ist das alles recht schwierig und wir können auch nicht wirklich sagen, welche Referenten fest zugesagt haben. Allerdings haben wir wirklich ganz großartige Menschen eingeladen, wo ich von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie überhaupt Interesse am FMC zeigen würden. Aber ich muss einfach sagen, war gut bisher. Zweites Thema, das wir in den letzten Wochen sehr stark beackert haben, ist natürlich die Finanzierung. Wir sind auf dem EUREF Campus in Berlin, nahe bei dem Bahnhof Berlin-Südkreuz. Wir müssen dieses Mal leider Miete zahlen. In Dresden war das nicht so, da hat uns die Uni das Gebäude sozusagen umsonst gestellt. Und da wir auch dieses Mal eine Abendveranstaltung im Deutschen Technikmuseum planen, auch mit einer kleinen Podiumsdiskussion noch, aber auch was zu essen und ein bisschen was zu trinken, sind natürlich unsere Kosten leicht höher. Wir müssen letztendlich für das FMC Berlin ungefähr 60.000 Euro einsammeln. Aber ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg und bisher war das Feedback auch positiv. Die Anmeldung ist schon offen. Die ersten drei, vier Plätze sind auch schon weg. Das waren letztendlich Leute, denen ich schon in Dresden versprechen musste, dass sie kommen dürfen. So ist das eben, wenn man Leuten Gefallen schuldet. Und auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ich viele von euch sehen werde, wenn ihr tolle Themen mitbringt. Future Mobility Camp als Hybrid-Barcamp ist, glaube ich, eines der progressivsten und modernsten Formen, ja, von Konferenzen im Bereich des Verkehrs. Man kennt ja sonst immer die, ja, die gleichen Gesichter. Wir wollen mal was anderes haben. Wir wollen eben auch ideologiefrei und wirklich fundiert auf sachlicher Ebene argumentieren und nicht dieses politische Blabla, auf das ich einfach keine Lust habe. So, das war's von mir. Ich werde euch die nächsten Tage und Wochen auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich würde mich sehr freuen, wenn viele von euch kommen würden. Und wir sehen uns hoffentlich in Berlin dann. 25. und 26. Oktober. Auf geht's. Ciao.